Guten Abend, liebe Studierende, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucher. Es freut uns, Sie hier willkommen zu heißen zum letzten Vortrag unserer Osteuropa-Reihe. Dieses Jahr eben unter dem Titel Ein Jahr im Kalten Krieg, 1956, Ost-Mitteleuropa. Und dann eben haben wir gemerkt, dass zwei Versionen kursierten, nämlich und die Schweiz und die Welt. Konnten uns also nicht ganz festlegen. Aber das war durchaus auch das Programm dieser sechs Vorträge, wo wir jetzt heute eben den letzten haben. Wir haben mit der Geheimrede Chruschtschows, also einem welthistorischen Ereignis im Februar des Jahres 56, die Reihe begonnen und haben uns dann stärker den ostmitteleuropäischen Krisen des Jahres zugewandt und ihren kurz-, mittel-, längerfristigen Auswirkungen auf Ostmitteleuropa selbst und auf die Schweiz. Und heute aber gehen wir quasi zum Jahresende wieder etwas höher auf die weltpolitische Bühne und auch an einen schönen, etwas wärmeren Ort, nämlich auf die Adria-Insel Brioni. Und was es damit auf sich hat, das wird uns unsere Referentin Natascha Mischkowitsch erzählen, die ich Ihnen eben kurz vorstellen möchte. Ja, Natascha Mischkowitsch kommt wie einige Referenten dieses Jahr aus Basel zu uns, wo sie Geschichte, Staatsrecht und Romanistik studiert hat und dort promoviert hat mit einer schönen Studie über den Wandel Belgrads im 19. Jahrhundert. Die habe ich Ihnen mitgebracht. Sie ist erschienen 2008, glaube ich, ja, bei Böhlau unter dem Titel Basare und Boulevards Belgrad im 19. Jahrhundert. Danach hat sie ihr Weg etwas außerhalb der Universität geführt für einige Jahre. Nach diesem Intermezzo dann aber hat es ihr, glaube ich, doch wieder den Ärmel reingenommen, kann man so sagen, für die Forschung. Und sie hat 2006 ein Habilitationsprojekt an der Universität Zürich gestartet, das sich mit den Beziehungen zwischen Tito, Nero und Nasser und den Ursprüngen der blockfreien Bewegung befasste. In dieser Zeit, als sie an diesem Projekt gearbeitet hat, war sie unter anderem Fellow am Nehru Institute for Advanced Study in New Delhi, und am Center for Southeast European History der Universität Graz. Sie hat auch eine Lehrstuhlvertretung für südosteuropäische Geschichte an der LMU München inne. Aus diesem Projekt sind schon zahlreiche Publikationen entstanden. Ich werde hier nicht alles aufzählen, sondern einfach ein Sammelband rausgeben, The Non-Aligned Movement and the Cold War, Delhi, Bandung, Belgrad, was sie mit herausgegeben hat. Und was auch bei uns in der Bibliothek vorhanden ist. Und wir freuen uns darauf, eben dann auch das Opus Magnum, das jetzt unter dem Arbeitstitel Freedom and Friendship, Tito, Nero, Nasser and the Non-Aligned Movement läuft, demnächst einmal bei uns aufnehmen zu können. Zurzeit macht Natascha Mischkowitsch aber eigentlich etwas anderes. Sie leitet da nämlich in Basel seit Sommer 2013 ein SNF-Projekt in Basel. Ein SNF-Projekt unter dem Titel Visuelle Zugänge zur vergleichenden Lebensweltforschung in Jugoslawien und in der Türkei in den 1920er und 30er Jahren. Also was ein Projekt, das zwei ihrer weiteren Forschungsinteressen und Schwerpunkte verbindet, eben den lebensweltlichen Zugang und die visuelle Kultur, also wie man visuelle Quellen für die Erforschung der Lebenswelt benutzen kann. Daraus ist ein ganz tolles Archiv entstanden, Visual Archive Southeastern Europe, Basel, und Graz, ein Gemeinschaftsprojekt. Sie können auf der Seite der Nahoststudien der Uni Basel da die Links dazu finden. Ein weiteres visuelles Projekt ist das Visual Archive Jugoslavia, was sie zusammen mit dem Museum für Geschichte Jugoslawiens in Belgrad betreibt. Ja, und jetzt gehen wir aber wieder eben nach Brioni und ich überlasse dir das Wort. Ja, liebe Eva, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr heute hier vor Ihnen vortragen zu dürfen zu einem Projekt, das mir sehr am Herzen liegt, mit dem ich mich jetzt wirklich nunmehr seit 10 Jahren sehr beschäftige, in der ersten Zeit sehr stark, jetzt in der letzten Zeit nicht mehr ganz so stark, und es ist jetzt für mich auch ein Anlass, wieder hineinzutauchen in eine Schreibphase, die mir bevorsteht, um nun dieses Opus Magnum, wie Eva Maurer so schön gesagt hat, endlich auch einmal zum Ende zu bringen, nebst den weiteren Aktivitäten, die im Moment an der Uni Basel laufen und die da sind, neben dem Online-Archiv zur visuellen Geschichte oder zum visuellen Erbe Südosteuropas eben auch eine Ausstellung, die wir im Moment am Vorbereiten sind und die im nächsten Herbst dann an der Uni Basel zu sehen sein sollte. Ich danke auch sehr
nochmals für diese sehr schöne Einführung und möchte jetzt mich auch noch speziell für die Ehre bedanken und das Vergnügen, diese Vortragsreihe heute beschließen zu können, die über bisher 5 Beiträge des Kaltkriegs Schlüsseljahr 1956 aus ost- und mitteleuropäischer Perspektive thematisiert. Wie Eva Mauer schon gesagt hat, stand am Anfang der Reihe Jörg Anzenmüllers Referat zu Nikita Chruschtschows Geheimrede auf dem 20. Parteitag der KPdSU, auf die ich nur ganz am Rande auch ansprechen werde, die aber natürlich eine Rolle spielt, die dann im dritten Referat von Pavel Kollatz als Schlüsselelement einer Wende zum Poststalinismus vorgestellt wurde, was auch ein sehr wichtiges Thema ist, wo es in diesem Schlüsseljahr eben darum geht, festzustellen, was passiert, wenn Stalin tot ist. Wie reagiert jetzt die Umwelt darauf, die ganze Welt darauf? Wie wird Chruschtschows neuer Kurs aufgenommen? Sie haben sich dann zwischenzeitlich auch intensiv mit der ungarischen Diaspora in der Schweiz beschäftigt und diese Diaspora spielt in meinem Vortrag ebenfalls am Rand eine Rolle. Das werde ich alles ansprechen, aber nicht wirklich darauf eingehen und ich bin daher auch sehr froh, dass Sie diese große Einführung alle schon gehört haben, damit Sie dann meinen sehr komplexen Ausführungen, weil ich versuche, eine sehr lange, vielgliedrige Geschichte innerhalb von 45 Minuten zusammenzufassen. Darum ist es mir auch wichtig, dass Sie diese Sachen schon mal gehört haben und dass ich jetzt hier darauf eigentlich zurückgreifen darf. Ich möchte Sie aber auch ermuntern, wenn ich irgendwo zu schnell bin oder zu knapp zusammenfasse, dass Sie ungeniert auch mal fragen oder nachher in der Fragerunde auch diese entsprechenden Fragen stellen. Schließlich haben Sie auch, und damit möchte ich jetzt diesen kursorischen Rundgang beschließen, eine Podiumsdiskussion geführt, ich glaube in der mittleren Sitzung mit Julia Riechers, die auch hier ist, wo Sie nach der Erinnerung an 1956 sich beschäftigt haben. Und hier an dieser Erinnerung zu 1956 möchte ich jetzt gleich anschließen und in meinen eigenen Vortrag einsteigen. Ich möchte nämlich gerne eine Legende einbringen, die über Osteuropa hinausgeht. Die Legende der heldenhaften Gründerväter der Blockfreien, wie Tito von Jugoslawien, Nehru von Indien und Nasser von Ägypten. Nassers Propagandaminister und der angesehene Herausgeber der Tageszeitung Al-Ahram, Mohammed Hassan el-Haykal, verglich nämlich in seinem nach Nassers Tod, seinem frühen Tod 1970, veröffentlichten Erinnerungen diese drei Staatsmänner mit den drei Musketieren aus Alexandre Dumas' berühmtem Roman. Unter dem Motto »Einer für alle, aller für einen« hätten diese drei Männer nicht gegen den Kardinal und für den König, sondern gegen die Supermächte und für den Weltfrieden gekämpft. Das ikonische Bild zur Legende hier auf der rechten Seite, von Ihnen aus gesehen, zeigt Nehru und Nasser beim Handschlag nach Unterzeichnung der Erklärung von Brioni. Und so viel, da muss ich Sie leider vertrösten, werden Sie auch nur sehen von der schönen Adria-Insel Brioni heute Abend. Stattdessen wird vieles im Nebel versinken oder hoffentlich sich auch ein bisschen der Nebel wiederum lichten über diese komplexe Geschichte. Diese Legende von Tito, Nehru und Nasser als den drei Musketieren der Blockfreiheit ist in den Ländern des globalen Südens sehr viel verbreiteter als hierzulande, was nicht wirklich zu erstaunen vermag. Jedoch selbst in den Nachfolgestaaten des im schrecklichen Krieg der 90er Jahre untergegangenen Jugoslawiens ist die Erinnerung an die Länderfreundschaft zu Indien und Ägypten bis heute wach geblieben, wie ich erst unlängst, letzten Monat, ganz um konkret zu sein, in Belgrad wieder festgestellt habe, als ich dort mit indischen Freunden unterwegs war. Das Folgende ist nun ein Versuch, die Hintergründe für Haykals Heldenlegende und damit die mit der Erklärung von Brioni verbundene Geschichte in 45 Minuten verständlich darzustellen.
Ich möchte den Fokus auf die Vorgeschichte legen. Also wie kommt es zu diesen Blockfreien und was sollen die? Und werde deshalb etwas Zeit brauchen, um Ihnen zunächst den Kontext und die Ausgangslage in Bezug auf Tito und Nehru und Nasser vorzustellen, wobei ich auch schon im Vorfeld sagen muss, dass ich bei Nasser sehr viele Abstriche machen muss und den nur ganz, ganz kurz vorstellen werde, weil ich dann die folgende Geschichte vor allem in Bezug auf Ungarn darstellen möchte und die Suezkrise einfach parallel dazu nebenherlaufend darstellen werde. Wie gesagt, lassen Sie sich da deswegen nicht abhalten, davon im Nachschluss nachzufragen. Als zweites stelle ich Ihnen dann die Erklärung von Brioni in Bezug auf Chruschtschows Destalinisierungspolitik vor. Das dritte, und das nur kursorisch in seiner Komplexität abzubildende Thema oder abzudeckende Thema dieses Abends, ist dann der Versuch Titos und Nerus während der Ungarn- und der Suezkrise als Mediatoren zu wirken und eigentlich nach dem Abschluss, darum geht es mir hier, Sie geben diese Erklärung von Brioni ab und kommen dann in eine krisenhafte Situation und versuchen hier zu intervenieren. Was passiert da? Das möchte ich Ihnen, nachdem ich Ihnen zuerst die Eingangsgeschichte vorgestellt habe, den Background der eigentlichen Erklärung, dann anhand dieses Ungarn-Beispiels kurz vorstellen. Und das halt unter der Frage, ob Sie wirklich etwas bewirken konnten mit dieser Erklärung, ob Sie Ihre Politik wirklich angepasst haben oder ob die Sachzwänge oder halt die politischen Konstellationen dann eigentlich das Resultat nicht schon im Vorfeld bestimmt haben, respektiv wie ist dann eben Ihre Intervention einzuschätzen. Zur Ausgangslage nun, also zum ersten Thema. Auf dieser Karte sehen Sie, wer am Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 Mitglied der UNO wurde, also welche Staaten Mitglied der UNO wurden. Diese Länder, diese Mitgliedsländer sind hellblau eingetragen. Sie sehen vor allem Afrika und Südostasien rot eingefärbt. Das sind die Kolonien, insbesondere der europäischen Großmächte Großbritannien und Frankreich. Der indische Subkontinent erscheint interessanterweise in oranger Frage. Er befand sich 1945 nach wie vor unter britischer Herrschaft, aber mit gewissen Autonomierechten und wurde deshalb als UNO-Gründungsstaat zugelassen. Das ist wichtig für unsere Geschichte. Jugoslawien wiederum sehen Sie als gelb eingefassten blauen Fleck in Südosteuropa. Also erstaunlich viele Länder, kann ich das hier auch zeigen kurz, erstaunlich viele Länder Europas waren nicht Gründungsmitglieder der UNO. Hier in Skandinavien, hier Spanien, Italien, diese ostbalkanischen Staaten, Österreich, Deutschland aus bekannten Gründen, waren nicht dabei. Afrika ist tiefrot eingefärbt, allerdings hat es zwei, drei Zipfel, die das nicht sind und der nordöstliche davon ist Ägypten, das auch hier in unserer Geschichte eine wichtige Rolle spielt. Das Land war im Zustand 1945 eine Monarchie, stand jedoch trotz offizieller Souveränität unter Kontrolle der Briten, die es 1882 bereits besetzt hatten und dort ihren vermutlich wichtigsten Truppenstützpunkt außerhalb der britischen Inseln hatten. Und die ferner den global höchst bedeutsamen, wie Sie wissen, und finanziell entsprechend lukrativen Suezkanal besaßen und die Erträge daraus nach England abführten. Während des Krieges war Ägypten britisches Hauptquartier und Rückzugsgebiet der alliierten Truppenverbände. Das heißt, dass 1945, und das ist wichtig dann eben für die Machtübernahme von Nasser, das Land besetzt war, britisch besetzt war, obwohl es offiziell unabhängig war und entsprechend auch Gründungsmitglied der UNO sein konnte. Mit der Gründung der UNO wurde ein friedenspolitisches Ziel erreicht, für welches Unabhängigkeits- und Demokratiebewegungen seit über 100 Jahren gekämpft hatten. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das nun erstmals in der Präambel der UNO-Charta festgehalten wurde.
Diese Forderung nach dem Selbstbestimmungsrecht der Völker stammt aus der Zeit der Aufklärung, wonach Völker nicht von Monarchen per Gottesgnadentum regiert werden sollen, sondern sich selber regieren sollten. Und das stand schon 1918 bei der Gründung des Völkerbunds auf der Traktantenliste. Der Zusammenbruch der großen europäischen Imperien Russlands, Deutschlands, Österreich-Ungarns und des Osmanischen Reichs sowie ein verbaler Showdown zwischen dem amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson und dem siegreichen Führer der russischen Revolution, Wladimir Iljitsch Lenin, hatten die Hoffnungen europäischer ebenso wie asiatischer, amerikanischer und afrikanischer Untertanen und Kolonialvölker auf Unabhängigkeit genährt. Die hatten Hoffnungen, dass es nun in den Völkerbund kommt, doch daraus wurde nichts. Woodrow Wilson hatte seine berühmten 5 Punkte strategisch als Gegenpropaganda zu Lenin eingesetzt und nach Lenins frühem Tod lehnte sein Nachfolger Stalin die Zusammenarbeit mit bürgerlichen Eliten in kolonialen Staaten ab und unterbrach diese Verbindungen, die sich in der ersten Jahrhunderthälfte bereits sehr intensiv gebildet hatten, unter anderem am Brüsseler Kongress gegen den Imperialismus von 1928, wenn ich mich recht erinnere. Die Dekolonisierung der Welt konnte dies jedoch nicht mehr aufhalten, also dieses Nein am Völkerbund. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie auch tatsächlich Realität. Trotz UNO-Charta dachten jedoch weder die alten Groß- noch die neuen Supermächte wirklich daran, ihren Einfluss auf die ehemaligen Untertanen und Kolonialgebiete aufzugeben. Druck wurde wirtschaftlich und insbesondere auch mit Hilfe bipolarer Schreckensszenarien militärisch ausgeübt. Die Sowjetunion wollte die Weltrevolution und daher möglichst viele Gebiete in ihr Einzugsgebiet bringen. Die USA machten sich zur Verteidigerin freiheitlicher Werte, sicherten sich weltweit Rohstoffquellen und bauten einen Verteidigungsgürtel gegen die rote Gefahr aus, die NATO. Es gab nicht viele Länder, die sich diesem Druck zu widersetzen wussten. Die folgende Karte nun spricht Bände. Sie sehen alles, was blau ist, das typische Spiel, das vor allem, denke ich, die Männer unter Ihnen aus dem Militär kennen. Blau ist gut, rot ist böse und hier grau ist neutral. Und das sind nun, wenn ich das kurz zusammenfassen kann, in Südamerika, Chile und Argentinien, in Afrika, Ägypten und Libyen, bedeutende Teile des Nahen Ostens, in Asien die Indische Union, nicht aber Pakistan, nicht aber Bangladesch, das damals noch nicht existierte, Nepal und Indonesien. In Europa blieben die Schweiz, Österreich, Irland, Schweden und Finnland neutral, währenddem Jugoslawien seine Neutralität explizit als aktive Neutralität verstand. Mit anderen Worten, seine Außenpolitik verstand sich als blockfrei und mischte sich im Sinne der friedlichen Koexistenz selbstbestimmter Staaten aktiv in die Weltpolitik ein. Diese Politik war anders motiviert als die Neutralität und die guten Dienste der Schweiz. Dies hat in besonderem Maße mit der Geschichte dieser Länder und ihrer Staatsgründer zu tun. Im Folgenden konzentriere ich mich nun auf diejenigen unter Ihnen, die die Brioni-Deklaration unterzeichnet haben, nämlich Tito, Nehru und Nasser. Und insbesondere lasse ich weg Sukarno, der auch noch eine Rolle spielt, die aber ein bisschen ein anderes Flavor hat. Und wie gesagt, der Fokus liegt auf Nehru, den Herrn zur Linken, und Tito, den Herrn in der Mitte, währenddem Nasser vor allem in seiner Version als Musketier hier thematisiert worden ist. Aber das heißt nicht, dass er weniger interessant wäre als Nehru und Tito.
Nehru verstand sich, mit dem möchte ich beginnen, verstand sich als Erbe und zugleich als Nachlassvollstrecker des großen Mahatma Gandhi, der die indische Unabhängigkeitsbewegung über Jahrzehnte angeführt hatte und der weltweit als Personifizierung des gewaltfreien Widerstands unterdrückter Kolonien gilt. Nehru war sich aber auch der Bedeutung des indischen Subkontinents für Asien und darüber hinaus bewusst und schon früh bereit, sich außenpolitisch aktiv in die Weltpolitik einzubringen. Er war daher von der Kongresspartei in Indien derjenige Politiker, der sich als erster und lange Zeit auch fast als einziger international engagierte, während die anderen sich eher um die Probleme des indischen Subkontinents kümmerten. Ich habe Ihnen diesbezüglich einen Text mitgebracht und im Folgenden wird sich mein Vortrag sehr auf einerseits Texte konzentrieren, andererseits einiges Bildmaterial, das ich Ihnen zur Veranschaulichung mitgebracht habe, drehen. Also ein erster Text zeigt Ihnen exemplarisch Nehrus Vorstellungen, wie indische Außenpolitik zu generieren sei und zu gestalten sei. Diesen Text habe ich nun nicht übersetzt. Ist jemand da, der nicht folgen kann? Dann versuche ich ad hoc zu übersetzen. Können alle folgen? Gut, ich lese das kurz vor. India is the natural leader of Southeast Asia, if not of some other parts of Asia also. There is at present no other possible leadership in Asia and any foreign leadership will not be tolerated. Das schreibt er zu einem Zeitpunkt, als in China der Bürgerkrieg immer noch im Gange war und noch nicht klar war, wer sich dort durchsetzen würde. Und deshalb hat er auch diesen Anspruch, dass Indien 1948 der einzige große Staat ist in Asien, der wirklich globalpolitisch sich einbringen kann. Nevertheless, it is entirely wrong for any representative während der UNO-Generalversammlung to talk in terms of India being the leader in any part of Asia or to discuss the formation of any Asia bloc. Er sagt also, seine Diplomaten sollen gefälligst diskret sein, wenn sie in der UNO-Generalversammlung auftreten. This does not help us in any way and merely irritates others and creates suspicion. Er fährt dann fort, wie er sich seine Weltpolitik vorstellt. In world affairs generally, we should stand for everything that promotes peace and avoids war. Also hier eine klare Stellungnahme für Friedenspolitik. And everything that puts an end to any imperialist domination of one country over another. Hier wiederum ein klares Bekenntnis zum Erbe seiner Unabhängigkeitsbewegung, die über Jahrzehnte sehr viel, unter sehr viel Verlusten und Nehru saß selber jahrelang im Gefängnis, diese Unabhängigkeit Indiens erkämpft hatte. Und dass, wenn Sie diese ganze Vorgeschichte sich vorstellen, also über wie viele Jahrzehnte dieser Mann, wie auch andere dieser Unabhängigkeitsführer sich für diese Unabhängigkeit vom britischen Imperium eingesetzt hatten, dann verstehen Sie auch, warum es diesen Menschen so wichtig war, diese auch zu bewahren und weshalb sie es sich nicht einfach bieten lassen wollten, wenn nun die neuen Supermächte hier Druck aufsetzten, sich ihnen anzuschließen und zu unterwerfen. At the same time, fährt er fort, we should work for close cooperation between nations with a view ultimately to help the establishment of some world order. Also es geht ihm darum, nach dem Zweiten Weltkrieg, der auch Indien einen hohen Blutzoll gekostet hatte, weil ein Großteil der britischen Armee waren nämlich indische Soldaten. Und darum hat auch Indien in dem Zeitpunkt ein hohes Interesse daran, eine Weltordnung zu etablieren, die auf Frieden aufbaut. We have repeatedly stated that India should not ally herself with any of the power blocks. Und hier kommt nochmals die Bestätigung, wir wollen uns nicht einem der beiden Großmächte anschließen, sondern unabhängig bleiben. If India ceases to have a neutral policy in regard to these power conflicts, many other countries would also be forced to line up with this or that power block. There would be no neutral countries left
and no lead in any direction away from war. Indeed, India's lining up might bring the world war nearer. Und hier kommt die Angst, die Sie in vielen Dokumenten aus dieser Zeit feststellen können, vor einem dritten Weltkrieg. Das nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, nach der Erfahrung der Atomschläge von Hiroshima und Nagasaki. Kurz darauf und dem Ausbruch der Animositäten zwischen USA und Sowjetunion. Was tut nun Nehru weiter? Er verfolgt aktiv eine Politik, die asiatischen Staaten unter ein gemeinsames Dach zu bringen. Und als sich im chinesischen Bürgerkrieg schließlich die Kommunisten durchsetzen, scheut er sich nicht, mit diesen in Kontakt zu treten und mit deren Führung auch ein spezielles Abkommen zu schließen. Schließlich hat er selber in seiner Ausbildung die Sowjetunion bereits besucht in den 20er Jahren und war mit seinem Vater dort zum 10-Jahres-Jubiläum der russischen Revolution und hatte eine gewisse Bewunderung für die Sowjetunion und sah sie als Vorbild, insbesondere auch, weil sie unter leninistischer Führung eben diese Allianz mit den bürgerlichen Eliten der Kolonien gesucht hatte und er daher freundlich dort aufgenommen worden war. Er geht also auf China zu, insbesondere auf Zhou Enlai, den Außenminister und Ministerpräsidenten von Mao, der selber aus ähnlichen Verhältnissen stammt von seiner Herkunft her wie auch Nehru, nämlich aus der intellektuellen Elite. Und die beiden schließen ein Abkommen ab, das eine asiatische Version einer neuen Weltordnung eigentlich kreieren sollte. Und sie geben ihm einen buddhistischen Titel, also einen Titel aus der buddhistischen Philosophie, Panchila, was eigentlich nichts anderes heißt als die fünf Prinzipien nun der friedlichen Koexistenz, eben angewandt auf die neue Weltordnung. Diese Prinzipien der friedlichen Koexistenz sind erstens, und Sie werden wahrscheinlich merken, dass Ihnen das relativ bekannt vorkommt, weil es ist nicht sehr viel anders, als was auch in der UNO-Charta steht, gegenseitige Respektierung der Souveränität und Integrität von Ländern, Nichtangriff von Staaten zwischeneinander, gegenseitiger Respekt, Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten, ein wichtiges Prinzip, das eben dann auch seine Grenzen hat, wenn Führer von Ländern innerhalb ihrer Staaten gewisse Grenzen überschreiten und ein repressives Regime errichten, soll immer noch Nichteinmischung gelten. Und dann ist die Frage, bis zu welchen Grenzen geht dann das? Förderung der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf gleichberechtigter Ebene und Förderung der friedlichen Koexistenz auf bilateraler und internationaler Ebene. Diese fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz werden an einem legendären Konferenz ein Jahr später, im April 1955, erneut bestätigt auf der Konferenz in Bandung, im indonesischen Bandung, wo sich die Staaten, die bereits zu diesem Zeitpunkt unabhängigen Staaten Asiens und mit sehr, sehr wenigen Delegierten auch aus Afrika bekräftigt. Unter anderem war auch Nasser dort. Und Nasser lernte dort einerseits Nehru kennen, den kannte er schon vorher, er lernte Zhou Enlai kennen und er ging auf Verbindungen und eine Zusammenarbeit innerhalb dieses afroasiatischen Verbunds ein und wurde dort international eben auch eingebunden. Tito war dort nicht, auch wenn das zum Teil fälschlicherweise so im Internet gelesen werden kann. Und das ist nun der zweite dieser beiden Herren, die ich Ihnen näher vorstellen möchte. Tito verfolgt einen sehr anderen Weg. Und der wird in der Literatur häufig als dritter Weg angeführt. Und zwar war das ein Weg in drei Phasen, den er gegangen ist. Hat sich jemand schon mit Tito auseinandergesetzt hier im Saal? Ja, du schon, ja. Okay. Also Tito von Jugoslawien. Ja, bitte? Kannst du das kurz fragen? Ja, sicher. Wenn diese Bandung-Konferenz
Nein. Aber war Österreich und die Schweiz vertreten? Nein. Nein. Es ist möglich, dass sie dort irgendwelche Diplomaten entsandt hatten, die das beobachteten. Also die internationale Aufmerksamkeit an dieser Konferenz war sehr hoch. Also die hatten sicher irgendwelche Journalisten dort. Möglicherweise auch der Vertreter in Indonesien war wahrscheinlich dort, aber nicht mehr. Aber weder Schweiz noch Schweden, die damals... Keine offiziellen Regierungsvertreter. Nein, nein, nein. Die wären auch nicht zugelassen gewesen. Weil es waren nur afrikanische und asiatische Staaten zugelassen. Ja, bitte. Also wir kommen damit wieder zurück nach Europa, nach diesem Ausflug zu Tito. Tito stammte aus Jugoslawien. Dieses Land gab es seit 1918 und war gebildet worden aus den Trümmern des Habsburgerreichs und des Osmanischen Reichs in einer Vereinigung mit Serbien, dem Königreich Serbien, das damals bereits souverän war, und wurde wiederum ein Königreich, das nun versuchte, eine jugoslawische Nation zu entwickeln und gehörte stramm zum alliierten, also französisch-britischen Block politisch. Tito kam schon vorher, während dem Krieg, war er in russische Kriegsgefangenschaft geraten, kam dann zurück und war deshalb, weil er aus Russland, respektive der Sowjetunion kam, war er suspekt und geriet dann sehr schnell in die kommunistische Partei Kroatiens, in der er sich in der Hierarchie hocharbeitete, war aber vorher nicht, in Russland war er dort noch nicht aktiv gewesen, damit das klargestellt ist. Er konnte aber deshalb Russisch. Er war dann sehr schnell in einen Skandal verwickelt mit einem Bombenanschlag, kam ins Gefängnis, wurde nachher in die Sowjetunion geschickt zur Ausbildung von der Partei und kam wieder zurück und sollte nun die sowjetische Politik in Bezug auf Jugoslawien durchführen, als der Zweite Weltkrieg ausbrach. Das hieß, Jugoslawien war zu zerschlagen. Das hat er aber nicht gemacht. Er hat nämlich den jugoslawischen Widerstand organisiert, und zwar aus einem Gefühl heraus, dass Jugoslawien ein Staat sei, der zu bewahren sei und der es eben wert sei, bewahrt zu werden, und hat sich gegen die Besatzung Jugoslawiens durch die Achsenmächte gewehrt, zum Widerstand gesetzt, währenddem die Widerstandstruppen des Königs sich sehr schnell auf verlorenen Posten befanden und Allianzen auch mit den Faschisten und mit den Nazis eingegangen sind. Also, und diese Geschichte ist eine Erfolgsgeschichte des Widerstands im Zweiten Weltkrieg. Tito konnte sich durchsetzen. Er bekam kaum Unterstützung von den Sowjets, obwohl er immer an die geglaubt hat, sondern musste und bekam sie auch im Gegensatz Unterstützung von den westlichen Alliierten suchen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt dann möglich war. Und mit dieser Hilfe ist es ihm gelungen, Jugoslawien quasi von der Achsen, von der Besetzung durch Deutschland, Italien und den anderen Ländern zu befreien und das auf sein eigenes Konto zu verbuchen. Also nicht die Rote Armee ist in Jugoslawien einmarschiert, sondern Titos Partisanen haben Jugoslawien befreit und einen neuen Staat kreiert. Diesen Staat gestaltete er zunächst stramm stalinistisch, weil er war eigentlich ein Stalinist. Er war in der Sowjetunion in den 30er Jahren in Ausbildung gewesen und hat es geschafft, während der Säuberungen zu überleben. Er war jedoch auch ein sehr selbstbewusster Mann, und deshalb hatte er das Gefühl, er sei der zweite Mann nach Stalin und wollte das auch durchsetzen, und das hat Stalin nicht gepasst. Es kam zum Showdown. Tito setzte sich durch oder konnte sich der Besetzung dem Einmarsch durch die Sowjetunion entziehen, indem er Kontakte aus dem Zweiten Weltkrieg wieder aufnahm und den Kontakt zu Churchill suchte und zu den Amerikanern, die einige Drohungen von sich gaben und deshalb ein Gleichgewicht des Schreckens aufrechterhielten, sodass die Sowjets nicht einmarschiert sind. Diese Angst behielt er jedoch sein Leben lang weiterhin, und es gab immer wieder Situationen, wo ein Einmarsch drohte, unter anderem 1956. Es gab auch aus diesem Grund Repression gegenüber jugoslawischen Stalinisten,
Aber es gab auf der anderen Seite auch ideologische Experimente, die sehr berühmt geworden sind, weil sie sich abgesetzt haben vom strammen Stalinismus der Sowjetunion und sehr früh jugoslawische Dissidenten, später Dissidenten berühmt gemacht haben, unter anderem, vielleicht kennt der eine oder andere unter Ihnen oder die eine oder der andere mit dem Namen Milovan Djilas, also der, die sehr früh schon aus dem Innern eigentlich des Ostblocks berichtet haben. Als dann die westlichen Alliierten eine Einbindung in die NATO verlangten, setzte er sich wiederum ab, weil das hat ihm natürlich auch nicht gepasst, und er suchte eine Allianz mit dekolonisierten Staaten des Südens. Und das gelang nun. So baute er seine Politik auf den sogenannten drei Säulen der jugoslawischen Stabilität, Brüderlichkeit und Einheit. Ich kann da jetzt nicht weiter drauf eingehen, ich bin schon sehr viel zu episch. Selbstverwaltung, auch damit haben sie Schlagzeilen gemacht, und eben die Blockfreiheit. Wichtigstes Prinzip war die Äquidistanz zu den Supermächten, also die immer im Ausgleich halten, sowohl in Bedrohungsszenarien wie auch im Nehmen oder Anbieten von Krediten, die immer gegeneinander ausspielen, war ein Prinzip, das er mit großem Erfolg durchgeführt haben und das viele Länder, insbesondere im blockfreien Verband, auch von ihm übernommen haben und das ebenfalls versucht haben, so durchzuziehen. Mit recht guten Resultaten. Es war aber nicht nur das, es waren auch gute Dienste bei Konflikten, und er hat immer darauf geachtet, und das hat er schon während der Partisanenzeit gemacht, im Wald überleben musste, Präsenz in den globalen Medien. Also er war extrem medienbewusst und sehr, sehr geschickt darin. Und das ist ihm zugute gekommen. Andererseits, und das gibt es halt auch zu unterstreichen, er war immer ganz fest davon überzeugt, dass er der Leader ist von Jugoslawien und Jugoslawien muss unabhängig sein. Das sehen Sie hier aus diesem kleinen Text, den ich Ihnen mitgebracht habe, als er zu seinen Offizieren spricht. Am 6. September 1949, zu einem Zeitpunkt, als die Sowjets an der Grenze standen und ständig Inzidente veranstalteten. Wir sind ein kleines Volk, aber werden strikt an unsere außenpolitische Linien halten und sorgfältig darüber wachen, dass sie den Prinzipien des Marxismus-Leninismus folgt, dass sie sozialistisch bleibt, dass sie all diesen großen Ländern signalisiert, und damit meine ich wirklich die Großen, dem Westen wie dem Osten, dass sie mit dem Schicksal kleiner Völker keinen Handel treiben, noch über diese bestimmen können, ohne diese kleinen Völker zu fragen, ob sie zu Gesprächen bereit sind oder nicht. Wir sind ein erwachsenes Volk, unser Volk hat über Jahrhunderte bewiesen, dass es fähig ist, sich selber zu regieren, und wir werden niemandem erlauben, uns seine Herrschaft aufzuzwingen oder uns ohne Notwendigkeit zu belehren. Das ist Titos Programm, und das hat er nach Indien getragen, wo er natürlich auf offene Ohren stieß, weil die wollten das genauso sehr. Sie sehen hier Titos Suche nach Alliierten auf einem sehr berühmten Bild, das in allen Schulbüchern ist. Tito shakes hand with Churchill in Neapel 1944. Und diese Beziehung zu Churchill ist auch eine, die auf persönlicher Wertschätzung beruht ist, obwohl die zuerst alles andere als freundschaftlich war. Und die ihm immer wieder geholfen hat, aber sehr diskret. Das andere Bild ist weniger bekannt. Sie sehen Tito, wie er auf seiner ersten Reise nach Asien, und das ist jetzt wirklich etwas sehr Spektakuläres, das er hier tat. 1954 nahm er eine Einladung Nehrus nach Indien an, ihn zu besuchen, und reiste dort auf einer dreimonatigen Staatsreise hin, besuchte anschließend auch noch Burma und kam wieder zurück auf einem Schiff, das extra für diesen Zweck hergestellt wurde. Das ist die legendäre Galeb, die heute in Rijeka vor sich her rostet, und da wird jetzt im Moment überlegt, ob daraus ein Museum gemacht werden soll. Alles ist sehr spektakulärer, was er unternimmt. Er kommt auch in der Pose des Eroberers, des Marschalls, wie Sie ihn da sehen. Ups, hier ist Tito in Marschalls Uniform. Das hat er von Stalin kopiert. Es gibt auch Leute oder Stimmen, vor allem dort aus Indien oder Afrika, die ihm vorwerfen, selber ein Kolonialherr gewesen zu sein, aber das
sehe ich durchaus nicht so, aber den Auftritt in Uniform, den hat er natürlich sehr geschätzt. Und diese Pose, die bestätigt natürlich dieses imperiale Gehabe. Klammer auf, Nehru und Tito, respektive die indischen Diplomaten und die jugoslawischen Diplomaten, haben sich schlussendlich auf dem Parkett der UNO kennengelernt, und zwar schon 1949 waren sie nämlich zusammen im Sicherheitsrat, diese nicht ständige Mitglieder im Sicherheitsrat, und haben dort gelernt zu kooperieren. Und auf dieser Zusammenarbeit in der UNO basiert auch diese Zusammenarbeit. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit, und erfolgreich war sie, weil Nehru war sehr begeistert von seinem ersten Treffen mit Nehru und schreibt da oder berichtet da an seine Chief Ministers: Ich hatte lange Gespräche mit Tito und seinen Ministern. Diese Gespräche waren sogar noch offener und intimer als anderswo. Es gab so viel Gemeinsames und Marschall Titos Ansichten bezüglich Weltpolitik, dass wir alles ohne Zurückhaltung besprechen konnten. Dazu kommt, und das ist jetzt nicht Zitat, die Faszination über die Person Tito, und Tito kennt die Sowjetunion in- und auswendig. Er kann uns die Sowjetunion erklären, und er spricht Deutsch, und er kann uns auch Deutschland erklären. Und deshalb wollen wir in engem Kontakt bleiben. So viel zu Jugoslawien. Und für Nasser möchte ich mich nur auf dieses Bild beschränken heute Abend. Sie sehen hier Nasser gemeinsam mit Nehru. Ich meine, das ist etwa 19... Nein, ich muss raten, aber er hat die Macht übernommen 1952, er hat den König von der Macht geputscht, der den Briten hörig war. Er stammte aus der Armee der Ägyptischen, die im Palästinakrieg aktiv gewesen war. Er hatte die Demütigung der arabischen Niederlage erfahren und hat das nie wirklich überwunden. Und was ihm wichtig war, war vor allem auch die Würde des arabischen und insbesondere des ägyptischen Volkes, die er verteidigen wollte. Und er wollte den arabischen Kreis groß machen und in die Modernisierung führen, ohne von den Briten gegängelt zu werden. Und dem König Farouk warf er vor, dass er eben genau das gemacht hat. Sein großes Modernisierungsprojekt war der Staudamm von Aswan, den Sie hier auf dem Bild sehen, den er hier dem indischen Premierminister Nehru vorstellt und bespricht. Er hatte gehofft, das Geld für den Bau des Aswan-Staudamms von den Amerikanern zu bekommen, aber weil er im Zusammenhang mit Grenzstreitigkeiten mit Israel Waffen von der Tschechoslowakei gekauft hatte, was schon seine Vorgänger gemacht hatten, bekam er Streit, und die Amerikaner verweigerten ihm diesen Kredit, weshalb Nasser sich entschloss, den Kanal zu nationalisieren. Das heißt, die britischen Verwalter der Suez Company zum Teufel zu jagen und selber seine eigenen Leute hinzuschicken und die Erträge einzusacken und damit auch die Herrschaft zu bekommen über die Erträge und das Geld, um den Staudamm bauen zu können, und natürlich auch die Möglichkeiten, den Staudamm bauen zu können. Kurz zuvor war es ihm schon gelungen, die Briten dazu zu bringen, ihre Truppen endlich abzuziehen, ein Versprechen, das sie lange gegeben hatten und dann immer vor sich hergeschoben hatten, weil sie es nicht wirklich wollten. So, es ist schon eigentlich die Zeit um, gell? Und wir kommen jetzt zum Kapitel 2. Ich kann das nun relativ schnell machen, oder ich kann es noch ein bisschen ausführen. Wollen Sie mehr diskutieren? Kann ich schon noch ein bisschen? Okay, gut. Also, wir kommen nun zu Chruschtschows neuem Kurs und der Erklärung von Brioni. Als Chruschtschow in der Sowjetunion an die Macht kam, wurde zunächst einmal abgewartet, was nun passieren würde.
Es gab dann aber einige Ereignisse, die zeigten, dass Chruschtschow auch in der Außenpolitik neue Wege einschlagen würde, dass er insbesondere nicht die stalinistische Politik der Nichtzusammenarbeit mit ausländischen bürgerlichen Eliten, die gegen die, die USA waren, fortsetzen würde, sondern dass er auf dass er einige Fehler korrigieren würde, die sein Vorgänger gemacht hat. Das Schlagartigste oder das Spektakulärste, das er getan hat, war, dass er im Juni 1955 nach Belgrad ging, und zwar 7 Jahre nach dem Bruch zwischen Tito und Stalin, und sich de facto entschuldigte für die Politik seines Vorgängers. Sie sehen hier auf diesem Bild Chruschtschow, der auf dem Flughafen von Belgrad eine Erklärung liest, und hinten dran Tito, der dasteht wie ein Marschall oder auch Napoleon, wenn Sie wollen, und das entgegennimmt. Jawaharlal Nehru, der bereits mit Tito in Kontakt war, verfolgte das sehr genau, was da passierte. Und die beiden, also Tito und Nehru, hatten große Hoffnungen, dass diese neue Politik Chruschtschows dazu führen würde, dass auch die Sowjetunion auf die Politik der friedlichen Koexistenz umgestimmt werden könne. Weil sie doch jetzt nun irgendwie diese Länder bereisen würden und die Hand ausstrecken würden und auch einiges zu sagen hatten zu den Prinzipien der friedlichen Koexistenz, was eigentlich ein Ausdruck war, der auch in der sowjetischen Politikgeschichte relevant war, der bereits in den 20er Jahren in sowjetischen Akten auftaucht, dann aber eben durch Stalins neue Politik des Nichtzusammenarbeit mit diesen bürgerlichen Eliten ins Hintertreffen geraten war. Chruschtschow nahm diese Politik, diese leninistische Politik wieder auf. Und Tito wusste das natürlich auch sofort zu interpretieren und schöpfte Hoffnung, dass Chruschtschow jemand sein könnte, mit dem man zusammenarbeiten kann. Jawaharlal Nehru, der ja auch in den 20er Jahren in der Sowjetunion gewesen war, beurteilte einen Besuch Titos in der Sowjetunion im Juni 1956, also ein Jahr nachdem Chruschtschow nach Belgrad gekommen war, ging Tito selber in die Sowjetunion. Nehru kommentiert: Ich bin ganz sicher, dass der Besuch Präsident Titos in der Sowjetunion eine größere Bedeutung für die Welt hat und dass er dazu beigetragen hat, die Perspektive der sowjetischen Führung und des sowjetischen Volkes zu erweitern. Der Prozess des Wandels dauerte das ganze letzte Jahr an und beeinflusste Schritt für Schritt ihre Betrachtungsweise verschiedener Fragen. Als sie nach Indien kamen, weil Chruschtschow ging nicht nur zunächst nach Belgrad, sondern dann im Herbst auch nach Indien, erklärte mir Chruschtschow und Bulganin wiederholt, sie müssten ihre Meinungen über Indien ändern und dass sie falsch informiert worden seien. Indien war das erste nicht-kommunistische, wenn auch freundlich zugewandte Land, das sie besuchten. Sie konnten sich davon überzeugen, dass auch diejenigen, die nicht mit ihnen übereinstimmen, befreundet sein können. Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund der Rede Chruschtschows im Februar am Kongress der KPdSU, vor dem Hintergrund dessen, dass zum Beispiel in Ungarn als benachbart in verschiedenen Ländern des Ostblocks die stalinistischen Szenarien oder Regierungen sich aufweichten und neue Leute an die Macht kamen, glaubten Tito und Nehru und auch Nasser, dass sie sich weitere Freiheiten nehmen könnten, dass den Sowjets zu trauen sei und dass sie deshalb einen Schritt weiter gehen könnten und eine öffentliche Deklaration eingeben könnten, die auch die Sowjetunion in Richtung Friedenspolitik und Abrüstung drängen könnte. Und sie gingen vorwärts und trafen sich während eines Staatsbesuchs Nassers in Jugoslawien im Juli 1956
in Brioni. Nehru befand sich auf Weltreise und machte kurz Zwischenstopp. Die haben das arrangiert, medial wunderbar in Szene gesetzt. Und hier ist das einzige Bild der Adria, das Sie hier sehen können. Und begannen eine Zusammenarbeit, die sehr, sehr erfolgreich und medienträchtig auch sehr, sehr erfolgreich war. Und sie versuchten mit diesem Vorstoß, mit dieser Erklärung, die sie einfach abgegeben haben, die haben sich 2 Tage lang getroffen, eine Medienerklärung abgegeben, 2-mal miteinander Abend gegessen, den ganzen Tag diskutiert und dann mit den entsprechenden Pressekonferenzen garniert, konnten sie sich selber in den Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit stellen und sagen, was sie wollten. Nämlich, dass das Verhältnis zwischen Sowjetunion und USA bei ihnen Besorgnis erregt. Vorbei war die Koreakrise. Stalin war zwar gestorben, aber es war noch nicht so ganz klar, in welche Richtung es gehen würde. Und dass sie nun eine Politik unterstützen wollen, die weiter in Richtung Friedenspolitik und Abrüstung gehen soll. Und die eben auch das Recht auf Selbstbestimmung von Völkern und die Dekolonisierung weiter vorantreiben sollte, weil es gab in Asien, in Afrika, in Südamerika weiterhin Staaten, die nach wie vor koloniale Länder waren. Und das hat sie auch dazu gebracht, dass sie solche Befreiungsbewegungen so nebenbei unterstützt haben. Aber das kam nicht in die globalen Medien, sondern das kommt jetzt so nach hinaus, was da alles passiert ist. In der Erklärung von Brioni steht damit, die 3 Regierungschefs besprachen die Entwicklungen in der internationalen Sphäre seit ihren separaten Treffen 1 Jahr zuvor. Die Ähnlichkeit ihres Umgangs mit internationalen Fragen resultierte in einer engen Zusammenarbeit und sie stellten mit Befriedigung fest, dass die Politik ihrer Länder zu einem gewissen Maß zum Abbau der internationalen Spannungen und zur Entwicklung von auf Gleichheit beruhenden Beziehungen zwischen den Nationen beigetragen hat. Da nehmen Sie Bezug auf die Bandung-Konferenz das Jahr zuvor. Die Bandung-Konferenz letztes Jahr legte bestimmte Prinzipien fest, nach denen internationale Beziehungen ausgestaltet sein sollen. Die 3 Regierungschefs bekräftigen diese Prinzipien, die sie immer unterstützt haben. Sie sind sich bewusst, dass die Konflikte und Spannungen der heutigen Welt zu Ängsten und Besorgnissen in der Gegenwart und über die Zukunft geführt haben. Und schließlich: Die Teilung der heutigen Welt in mächtige Länderblöcke fördert die laufende Erneuerung dieser Ängste. Frieden kann nicht durch Teilung erreicht werden, sondern durch Bemühungen zu weltweiter kollektiver Sicherheit, durch die Erweiterung der Wirkungsbereiche der Freiheit und durch die Beendigung der Herrschaft der einen Länder über die anderen. Und das war ein medienpolitisch sehr wichtiger Beitrag, der sehr breit wahrgenommen wurde und der aber natürlich andererseits auch diese 3 Staatsmänner verpflichtete, aktiv zu werden. Weil sie verstanden, das war das Programm, unter dem sie ihre Politik der aktiven Neutralität definierten. Das war ein Versuch, wie gesagt, auch Chruschtschow beim Wort zu nehmen, dass seine freundschaftlichen Vorstöße, die er gemacht hatte in Jugoslawien und in Indien, ernst zu nehmen seien. Die Probe auf Exempel folgte zugleich kurz darauf, weil auf der Rückreise von Nasser nach Ägypten erfuhr Nasser, dass der Kredit, den er erhofft hatte, gesprochen zu werden für den Aswan-Staudamm, durch die Amerikaner nicht bewilligt würde. Und kurz darauf annektierte, respektiv nationalisierte er den Suezkanal. Er hatte aber Tito und Nehru darüber nicht unterrichtet. Und die beiden waren ziemlich baff, wenn ich das so ausdrücken darf. Die beiden hatten in der Zwischenzeit nämlich eine Korrespondenz aufgenommen und Nehru schrieb an Tito am 28. Juli, also unmittelbar nach der Nationalisierung des Suezkanals: Es ist eine schwierige und peinliche Lage entstanden, die wahrscheinlich die internationalen Spannungen weiter erhöhen wird. Ich würde gerne Ihre Meinung zur neuen Situation erfahren. Und Tito antwortete: Meiner Meinung nach ist die ganze Sache zwar ernst, aber nicht so dramatisch, wie manche sie darstellen wollen.
Das Wichtigste ist jetzt, die Nerven nicht zu verlieren. Ich glaube, dass es möglich ist, auf beide Parteien beruhigend einzuwirken. Ich habe Ihnen hier eine Chronologie mitgebracht, um eigentlich darzustellen, wie nachher die Dramaturgie der parallelen Suez-Krise und Ungarn-Krise verlief und was Tito und Nehru in diesem Moment versuchten zu tun. Am Anfang schien es noch einfach zu sein. Ende Juli nationalisierte Nasser den Suezkanal. Nehru vermittelte eine Krisensitzung in London, die dann aber der wütende Premierminister der Briten Anthony Eden platzen ließ. Nehru empfahl deshalb Nasser, die UNO anzurufen, was dann zuerst auch gelingt. Gleichzeitig gehen in Ungarn die Demonstrationen los. Und es kam Mitte Oktober dann zu Massendemos, wo Stalin vom Sockel fällt und Gerő, das Mitglied der ungarischen Regierung, sowjetische Truppen anfordert. Gleichzeitig war Anthony Eden nicht einverstanden mit dem Kompromiss, der durch UNO-Vermittlung bezüglich des Suezkanals gelungen war, und er führte Geheimgespräche mit Frankreich und Israel in einem Schloss im Süden von Frankreich, wo sie beschlossen, sich den Kanal zurückzuerobern. Einen Tag später marschierten die Sowjets in Budapest ein. Tito war besorgt und fürchtete, den Informationen aus der Sowjetunion, denen er glaubte, faschistische Konterrevolution befürchtend. Er beruhigte insofern auch Nehru, der besorgt sich erkundigte, was da passiert, dass da einige Konterrevolutionäre am Tun seien. Und tatsächlich war ja auch einiges an westlicher Propaganda im Gang in diesem Zusammenhang, in dieser Vorgeschichte des sowjetischen Einmarschs. Sodass also hier das Vertrauensspiel zu Chruschtschow, das sie ja über das letzte Jahr aufgebaut hatten. Unterdessen marschierte Israel im Sinai ein und Chruschtschow erwartete von Tito, dass er sich wieder dem Lager angliedern würde, also dem Ostblock angliedern würde. Und er besucht heimlich Tito auf Brioni in einem abenteuerlichen Nachtflug und versucht ihn auf die Linie zu bringen. Gleichzeitig fordert die UNO erstmals im Suez-Konflikt Waffenruhe und den Rückzug Israels. Tito sagt aber Nehru nichts über den Geheimbesuch Chruschtschows, stimmt aber am nächsten Tag der Regierung Kadar zu und Nehru glaubt ihm, dass das so okay sei und sagt nichts. Am 4. November kommt es zur sowjetischen Invasion in Ungarn. Die Regierung Nagy sucht Asyl auf der jugoslawischen Botschaft. Tito sagt Nehru nichts. Am nächsten Tag fallen Schüsse auf die jugoslawische Botschaft. Tito ist eingeschüchtert und fürchtet den Einmarsch der Sowjets auch in Jugoslawien. Gleichzeitig, am gleichen Tag, landen britische und französische Truppen in Ägypten, respektive bombardieren Ägypten aus der Luft. Chruschtschow ist stinkwütend und droht mit einem Atomschlag. Am Tag darauf wird in den USA der neue Präsident Eisenhower gewählt, respektive wiedergewählt. Und nachdem eben die amerikanische Regierung außer Gefecht war wegen der Wahlen. Das US-Ultimatum an Großbritannien und Frankreich und Israel folgt auf dem Fuß. Am nächsten Tag kommt es auch zu UNO-Resolutionen bezüglich der Ungarn-Krise. Tito schreibt aber Nehru einen Brief und sagt, sie sollen nicht dafür stimmen, weil was die Sowjets machen, das sei eigentlich schon okay, auch wenn er nicht ganz einverstanden sei. Noch einen Tag später schreibt Tito erneut an Chruschtschow. Aber Chruschtschow geht nicht auf ihn ein. Und das zeigt nun, und damit komme ich so langsam zum Schluss, die Limiten der Mediation, die Tito und Nehru eben vornehmen konnten zu diesem Zeitpunkt, wo es wirklich um handfeste Machtfragen geht. Nämlich, Chruschtschow
vermochte sich durchzusetzen. Tito und Nehru haben Chruschtschow vertraut und verlieren das Gesicht. Weil Tito fürchtet eine Invasion nach diesen Drohungen, die er bekommen hat. Einerseits die Schüsse auf die Botschaften, der nächtliche Besuch auf Brioni, der Drohbrief, den er als Antwort gekriegt hat auf seinen Brief an Chruschtschow. Und dann verhandeln die jugoslawischen Diplomaten eine Evakuierung Nords nach Rumänien, nein, nach Jugoslawien, der abgesetzten ungarischen Regierung Nords. Aber im letzten Moment kidnappen sowjetische Geheimagenten Nors und seine Mitarbeiter und seine Angehörigen aus diesem Bus und werden nach Rumänien deportiert. Tito hat total das Gesicht verloren in diesen Beziehungen. Nehru wiederum hat das Gesicht verloren unter dem Vorwurf, er hätte verschiedene Maßstäbe angelegt, weil in der Suez-Abstimmung hat er für die UNO-Resolutionen gestimmt, in der Ungarn-Resolution dagegen. Nasser wiederum kann seine militärische Niederlage gegen den Angriff von Frankreich, Großbritannien und Israel als moralischen Sieg verbuchen und wird im arabischen Raum als Held gefeiert. Und was aber dann ein großer Verlust ist für die Sache, für die Erklärung von Brioni, die damit gleich auch zur Makulatur wird, de facto, die internationale Empörung verlagert sich ganz schnell vom Fokus auf die Suez-Krise, also an der unfaire, illegale Angriff der Briten und der Franzosen und der Israelis auf Ägypten, auf die Sowjetunion, die Ungarn angegriffen hat. Und ganz schnell ist das weg. Es hat natürlich konkrete Folgen für Anthony Eden, der war politisch erledigt, aber die internationale Empörung darüber hielt sich entsprechend in Grenzen, weil es war nur noch Ungarn in den Medien. In der Folge versuchten sich Tito und Nehru mit Schadensbegrenzung. Tito erhielt seine berühmte Rede von Pula am 11. November und rechtfertigte die zweite Invasion in Ungarn, weil diese hätte das Land vor dem Chaos bewahrt. Sie sei nötig gewesen, währenddem die erste nicht legal gewesen sei. Er äußert auch Kritik an der Moskauer Führung, aber er rechtfertigt grundsätzlich die Invasion. Nehru liest wiederum Teile davon, weil Tito schickt anschließend gleich seine Rede auch an Nehru, und dieser liest Teile davon vor dem indischen Parlament vor. Die Begründung ist, es geht bei dieser Invasion um die Verhinderung eines neuen Weltkriegs und sei deshalb nötig gewesen. Also auch er schließt sich dann dem Urteil Titus an und kommt dazu deswegen innenpolitisch extrem unter Druck. Er versucht dann den Schaden zu begrenzen, indem er eine neue UNO-Resolution portiert. Ich habe Ihnen die Texte dazu auch mitgebracht, aber angesichts der Zeit lasse ich das weg. Sie können das immer noch von mir verlangen, wenn Sie möchten. Der Preis der ganzen Geschichte, weder Tito noch Nehru noch irgendwer kann die Hinrichtung Nords verhindern und seiner Mitgefangenen in Rumänien. Jugoslawien wird von der Sowjetunion mit Wirtschaftssanktionen belegt und mit einem Einfrieren der nun so hoffnungsvollen Beziehungen. Und die Blockfreien sind eigentlich außer Gefecht besetzt bis 1960 mit dem Eintritt von ganz vielen afrikanischen Staaten in die UNO oder in die Unabhängigkeit wieder einen neuen Versuch wagen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Natascha, für diesen super spannenden Vortrag. Ich fand, du hast am Schluss nochmal gesehen, man hat richtig gut in dieser Tabelle gesehen, wie sich die Ereignisse förmlich überschlagen haben, eben gegen Ende des Jahres 1956. Jetzt ist Zeit für Diskussion und Fragen. Du hast ja auch ausführlich drum gebeten. Wem kann ich denn das Mikrofon weiterreichen? Müsste man aber in diesem Kontext, den Sie sehr klar dargestellt haben, nicht doch auch noch die Rolle der USA bei der
Begrenzung eines vorgesehenen Krieges der Briten und der Franzosen eine wichtige Rolle gespielt hat, die jetzt überhaupt praktisch nicht erwähnt wurde. Also Sie haben sie aufgeführt. Aber müsste man das nicht auch noch gewichten? Willst du sammeln oder soll ich gleich zurückgeben? Natürlich ist das eine wichtige Rolle, die USA gespielt haben, wie ich erwähnt habe. Und da musste ich natürlich jetzt sehr raffen. Waren die USA politisch blockiert in der Zeit, als die Invasionen passierten, als die Annexion passierte, weil durch die Präsidentschaftswahlen. Aber es war ganz klar, dass die Briten und die Franzosen und die Israelis nur durch das Veto Eisenhowers gestoppt werden konnten. Aber wiederum Eisenhower war natürlich beeindruckt durch die heftige Reaktion Chruschtschows, der damals einer seiner legendären Wutanfälle bekommen haben soll, also die Nachricht von dem Überfall auf Ägypten gehört hat. Also insofern geht es übers Eck, über mehrere Ecken. Bitte, gerne. Ja, ich habe auf jeden Fall noch eine Frage, und zwar würde mich interessieren, während der polnischen Aufstände und des ganzen polnischen Sommers war ja in der polnischen Öffentlichkeit immer wieder Jugoslawien und der dritte Weg ein großes Thema, ein großes Vorbild, kann man so auch sagen. Wie war eigentlich die umgekehrte Wahrnehmung? Also wurden die Ereignisse in Polen 1956 wahrgenommen von Tito, aber auch im Rahmen dieser Kontakte unter den zukünftigen blockfreien Führern? Und was ist damit danach passiert? Also wie haben sich die Ereignisse in Ungarn und die Reaktion dann eben ausgewirkt auf diese Beziehungen? Ja, also das ist eine sehr wichtige Frage, weil was in Polen vor sich ging, was in Ungarn vor sich ging, wurde natürlich sorgfältigst beobachtet von den Jugoslawen, die natürlich sehr darauf angewiesen haben, ihre sehr, sehr lange Grenze oder ihre fast ausschließliche Grenze zum Ostblock zu sichern und die entsprechend auch große Mühe gehabt hätten, diese Grenze zu verteidigen. Dass die Beobachtung eben dessen, was in den Ostblockländern vor sich ging, die sich ja untereinander alle bestens kannten, die waren ja alle mehr oder weniger, also inklusive Tito und einige seiner wichtigsten Mitarbeiter, waren ja mehr oder weniger in die gleiche Schule gegangen. Die hatten ja diese stalinistische Ausbildung und sie kannten diese Leute sehr, sehr gut und hatten aber eine sehr schmerzhafte Zeit erlebt 1948, als sich diese Leute, mit denen sie glaubten, dass sie verbunden wären durch ihre politischen Überzeugungen, aber auch durch persönliche Freundschaft, abgewandt hatten unter dem Eindruck des Njet vom Stalin, der ihnen verboten hat, weiter Beziehungen zu Jugoslawien aufrechtzuerhalten. Deshalb war das natürlich für die Jugoslawen sehr, sehr wichtig zu sehen, was dort passiert, wenn sich da etwas verschiebt. Als dann Tito in die Sowjetunion gereist ist im Sommer, im Juni 1956, wurde er wie ein Held empfangen. Und das hat natürlich Chruschtschow überhaupt nicht gepasst. Also die Jugoslawen wiederum mit ihrem dritten Weg Tito erhielt dadurch, durch diese Reise, eine Bühne für sein Programm und ermutigte, und die Diplomaten in seinem Dienst, die ermutigten ihre Kollegen in Polen, Ungarn und so weiter, auch diese Schritte zu unternehmen. Also sie sagten, ja, tut doch, mach doch, das ist super, das funktioniert, wir haben es ja auch gemacht. Und die Jugoslawen hatten ein extrem hohes Ansehen deswegen. Und deswegen war auch dann die Reaktion entsprechend stark. Nur Gomulka in Polen war relativ geschickt, wie er das dann irgendwie kanalisiert hat und kam einigermaßen ungeschoren davon, währenddem in Ungarn dann wirklich die Geschichte eskaliert ist. Und die Jugoslawen hingen voll mit drin. Weil einerseits die Diplomaten in Budapest, die jugoslawischen Diplomaten in Budapest, die Gruppe um Nagy unterstützt hatten und mit denen zusammengearbeitet hatten, gleichzeitig auch irgendwie Kontakte mit Kadar und so weiter hatten. Tito hielt ihn für unfähig, aber einen so weit integren Menschen, ist der Kommentar, das schreibt er so wörtlich an Nehru. Er wusste aber, dass Kadar überhaupt nichts machen konnte gegen, also der war wirklich gebunden an den Befehl von Moskau.
von seiner Seite her. Und deshalb drückte er auch irgendwie auf die Bremse. Das ist das, was hier in meinen Akten steht. Da können wir gerne noch drüber diskutieren. Und dann war natürlich auch die Botschaft, die jugoslawische, sehr schnell im Fokus auch der sowjetischen Aggression mit diesen Schüssen, die ein Schuss auch vor den Bug Titus waren. Und dann mit dieser Aktion, dass Noce und seine Gruppe in die Botschaft flohen, aber Tito erst nachträglich davon erfuhr, respektive es eine Unklarheit gab, ob die Botschaft Tito instruiert hatte. Ich meine, er hatte sie, aber die Moskauer, also Chruschtschow, weigerte sich anzuerkennen, dass er darüber informiert worden sei, während dieses Geheimbesuchs von Chruschtschow auf Brioni, wo Chruschtschow versuchte, Tito unter Druck zu setzen. Also da gibt es irgendwelche Lücken. Die Jugoslawen sagen, sie haben informiert. Die Sowjets sagen, ja, wir haben nichts gewusst, ihr habt es einfach gemacht. Und es war auch nicht ganz klar, die jugoslawische Botschaft, die haben ein Stück weit da auch sehr eigenmächtig gehandelt, ohne jedes Mal die Absprache aus Belgrad abzuwarten. Und deshalb ist es dann auch so schief ausgelaufen. Tito hat versucht, das mit Verhandlungen mit Chruschtschow, da die Luft rauszunehmen und zu versuchen, dass Noc irgendwie nach Jugoslawien kommen darf, was Chruschtschow nicht wollte. Aber und sie haben dann einen Kompromiss geschlossen, aber wurden dann betrogen und standen dann mit abgesägten Hosen da und Noc und seine Gruppe waren tot schlussendlich. Also von daher ist das wirklich ganz schrecklich daneben gegangen. Und die Beziehungen nachher waren entsprechend auch schlecht. Also nach 1956. Ich habe eine Frage, um das Verhalten dieser drei Männer besser einschätzen zu können. Können Sie ein anderes oder andere Beispiele geben für aktive Neutralität in der Geschichte? Aktive Neutralität in der Geschichte als Schlagwort oder als solcher Begriff wird von dem Block freien gebraucht und sonst nicht. Meines Wissens, ja. Da wir in die Schweiz sind, es nimmt mich doch Wunder, ob man etwas zwei Sätze hören kann. Warum diese neutrale Länder, sogenannte neutrale Länder von damals, Schweiz, Österreich, sagen wir Schweden oder so, nicht irgendwie aktiv teilgenommen, mit diesen non-allein-blockfreien etwas Gemeinsames? Dann hätte, wenn die beiden Gruppen, neutrale und non-allein, etwas mitgemacht hätten, vielleicht wäre etwas ein besserer Beitrag zu den Frieden gewesen. Was ist die Meinung? Das ist natürlich reine Spekulation. Mir ist einfach aufgefallen, als ich mich eine Zeit lang intensiv mit diesen juristischen Fragen oder völkerrechtlichen Fragen auseinandergesetzt habe, ist, dass am Anfang die blockfreien Vertreter durchaus versucht haben, das auf eine Reihe zu stellen, dass sich dann aber nach einem Moment insbesondere die Schweizer Literatur, die ich angeschaut habe, sich ganz eindeutig darum bemüht haben, sich abzugrenzen. Hat auch damit zu tun, dass de facto natürlich die Schweiz zum Westen gehört. Währenddem diese Länder einerseits diese Kolonialgeschichte im Rücken haben, was ich jetzt auch eben sagen würde zu Jugoslawien als Untertanengebiet der Habsburger und der Osmanen. Diese Befreiungsgeschichte im Krieg, die Schweiz natürlich nicht hatte und entsprechend auch ganz anders auftreten konnte. Aber das sind dann nicht mehr in dem Sinne historische Fragen, sondern eher auch ein Stück weit Spekulationen. Also die wollten nicht wirklich was mit denen zu tun haben. Es gab zwar Kontakte, die waren manchmal besser, manchmal schlechter. Tito war auch in der Schweiz und also da war in allen europäischen Ländern eigentlich sehr wohl angesehen durch seine Politik. Nehru war es auch. Nasser vielleicht, der ist nicht gereist. Nasser ist mal in die Sowjetunion gereist und mal nach New York gereist und mal nach Griechenland und vor allem nach Jugoslawien und sonst nirgendwo hin. Also in Bandung war er noch. Aber der ist ganz selten gereist. Von daher. Und ich glaube, mit Sukarno hätten sie sich, der war sowieso relativ schnell dann auch im Spell of der Sowjets, sodass der als solcher Partner auch nicht in Frage gekommen wäre jetzt für die Schweiz oder so.
ja, ich würde nur eine kleine Bemerkung machen, dass die damaligen Leute Tito, Nero und Nasser und deren drei Länder, unter anderem auch Khrushchevs Land, die existieren nicht mehr. Und heute, nächstes Jahr 2017, Indien feiert 70 Jahre Unabhängigkeit, was der Nehru quasi als Fundament gelegt hat. Leider Sowjetunion existiert nicht, Jugoslawien existiert nicht und Nassers Ägypten ist voll von Instabilität. Und was ist Ihre Kommentar? Warum ist Indien heute mit 1200 Millionen Leute, etwa dreimal was damals, immer noch demokratisch unabhängiges Land geblieben ist? Also, wenn ich das mal sehr scharf kommentieren darf, bin ich mir im Moment, nachdem ich letzten Monat in Indien war, nicht so sicher, ob das wirklich diese Demokratie in Indien nicht wirklich ganz stark bedroht ist. Also, was ich immer festgestellt habe bei meinen Kontakten, meinen Reisen nach Indien, ist, dass das Interesse, einerseits das Verständnis für Jugoslawien und die Möglichkeiten einer Freundschaft auf eine andere Art herzlich und intensiv sein können zwischen Jugoslawien und Indien, als zum Beispiel die ebenfalls sehr freundschaftlichen Beziehungen zwischen Jugoslawien und der Schweiz, Indien und der Schweiz. Das hat einen völlig anderen Touch. Und zwar dadurch, dass ich meine, gespürt zu haben, dass es dort ein Verständnis gibt von einem gemeinsamen Weg oder einem gemeinsamen ähnlichen Problemen, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. In einer sehr fragilen Gesellschaft, die auch, wenn sie auch x-mal viel größer ist und in dem Sinne nicht vergleichbar ist, auch diese Probleme zwischen den Communities kennt, die Probleme zwischen den verschiedenen Republiken oder respektive Ländern, Union States, die sehr, sehr unterschiedlich sind und in sich eben auch selber existieren könnten. Es gibt Gebiete in Indien, die heute nicht unter der Kontrolle sind der indischen Regierung, und das ist schon seit Jahren so. Es gibt täglich irgendwie Konflikte, die einfach irgendwie passieren, aber der indische Staat hat nicht wirklich die volle Kontrolle darüber. Dennoch ist Indien ein demokratisches Land und die Menschen, die dort wohnen, die haben sehr stark ein Verständnis, in einem demokratischen Staat zu leben. Und das ist wirklich phänomenal oder sehr, sehr eindrücklich, wenn ich von Europa dorthin komme und dort reise. Ja, ich würde gerne noch, damit wir noch Zeit haben, wir haben noch zwei Fragen hier, danach denke ich, müssen wir dann. Ja, also ich möchte als erstes ganz herzlich danken für den Abschlussvortrag, der jetzt wirklich unser Thema in die Welt rausgetragen hat und dann wieder zurück nach Europa. Meine Frage zielt auch gar nicht nach Ungarn 56, wie man erwartet, sondern eher auf das, was du erzählt hattest zur Äquidistanz zu den Supermächten. Weil das ist etwas, was mich tatsächlich auch schon länger beschäftigt. Mich würde sehr interessieren, wie du diese Äquidistanz selber persönlich in deiner Forschungsarbeit einschätzt. Weil ich hatte sehr oft den Eindruck bei der wenigen Lektüre jetzt im Vergleich zu dir, dass das ein sehr pragmatisches und elastisches Verständnis von Äquidistanz ist. Oh ja. Also äußerst elastischer Gummi. Ja. Also ich bin einfach einmal über diese Akten gestolpert, wie viele sowjetische Ingenieure und Experten in Indien bei diesen Staudammprojekten mitgearbeitet haben und da also massiv Know-how und Personal haben über die Grenze fließen lassen. Und ja, und ich denke, das gibt es für die anderen Länder auch. Also es könnte man auch, oder wie wäre, ist deine Einschätzung eine ähnliche wie meine, dass ich sehr oft das Gefühl hatte, dass es war ein wahnsinnig pragmatischer Umgang, wie man sich annäherte und wieder zurückzog. Also diese Äquidistanz, ja. Die propagierte Äquidistanz konnte ich jetzt sehr selten sehen, aber eben vielleicht habe ich einfach die falschen Akten angeguckt. Ich würde gleich noch die zweite Frage stellen lassen, dann kannst du gleich auch weiter.
Eben, ich habe eine Bemerkung zuvor hin. Wir haben ja diskutiert, weshalb Indien eine Demokratie ist. Und meine These dazu ist, in Indien hat man ja die britische Rechtstradition, die demokratisch ist. Spielt das eine Rolle von der geschichtlichen Entwicklung her, dass Indien eine Demokratie ist? Da müssten Sie wahrscheinlich jemanden fragen, der mehr Südasien-Spezialist oder Spezialistin ist als ich. Aber wenn ich es jetzt einfach so mal locker, ohne Gewähr beantworten darf, denke ich, es spielt schon eine Rolle. Es ist sicher so, dass die indische Bürokratie und